Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Force of Nature. In der Hölle sind wir stehen geblieben, hier bei Hölle 3. Das Portal haben wir ja hingebaut und weiter geht es hier in dem Gang und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns noch alles erwarten wird. Außer diese... Verdammt. Ja, die lernen auch langsam, ne? Ach, verdammt. Wann sie ausweichen müssen. Aber wie ich es mir dachte, wie ich es das letzte Mal gesagt habe, das ist unter Garantie eine Sackgasse. Naja, gut. Ist halt so, ich baue mal das Ding hier ab. Dabei tue ich mir einen Gulasch reinpfeifen und ein schönes Pilzsüppchen. Ja, du warst jetzt schneller mit dem Abbauen als ich mit Essen. So, gucken wir mal. Unsere vier Indianer hier sind natürlich auch ganz gespannt, was noch abgeht. Anscheinend gibt es zu Hause nichts zu tun, dass die hier immer noch rumlungern. Aber ist ja in Ordnung. So, gucken wir mal. Jetzt baue ich erst einmal die zwei Teile noch ab. Wenn ich nicht gleich wieder beschossen werde. Mit irgendwas. So, und dann einmal hier. Dann könnte ich eigentlich die Hölle 3 doch auch wieder mitnehmen, ne? Weil das ist ja ein Quatsch, wenn ich die jetzt da hinten lasse. Weil die bringt mich ja vom Weg her nicht wirklich weiter. Bauen wir wieder ab. Sorry dafür jetzt. Hätte ich gleich dran denken sollen, weil da hinten bringt es mir natürlich gar nichts in der Sackgasse. Yep, abreißen bitte. Ja, so langsam gehen mir halt auch die Lebensdinger aus hier. Nein! Ich wollte eigentlich die Kamera hier rumzoomen. Dann bauen wir die Plattform lieber da vorne auf. So. Aber bevor wir das machen, gehen wir natürlich noch ein Stück weiter. Wir haben ja hier auch noch einen Weg. Also wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Ich stelle mal noch kein Portal hin. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal ein Pilzhüppchen essen. Oh meine Güte. Ich bin ja auch ein guter Esser, ne? Aber sie schlägt mich um Welten. Warte, für dich habe ich die Keule. Danke für deinen Schrott. Ui! Oh, aber das war jetzt mal interessant. Also die bekommen keinen Schaden davon. Ach komm, dann schieß halt einfach auf den. Moment. Gar nicht ausweichen, habe ich ja schon mal gesagt. Bei ihm kann ich ausweichen. Hallo? Achso, ist wieder so einer. Moment. Oh, oh. Hau dir den Trank rein. Nimm halt die Keule. Ah, verdammt. Nein, geh weg. Nein, die 1 bitte. Ich habe die ganze Zeit auf die 2 geklickt, obwohl ich eigentlich die Keule in die Hand nehmen wollte, war das Problem. Gut. Danke. So, ich pfeife mir nochmal den da rein. Da sind nochmal ganz viele von diesen Kristalltürmen. Oh Mann. Hau zu. Hau zu.
Nimm deinen Dingtrank. Gut. Oh, komm. Ja, schießt du mal da drauf. Nein. Alter, die hauen vielleicht was rein. Gut. Jetzt lass die da hinten mal sein. Regenerier dich erstmal. Jetzt manchmal geht's richtig rund, ne? Also man muss dann wirklich sehr, sehr schnell sein, was das angeht hier. So, wir schnappen uns einmal unsere Spitzhacke und hauen das ganze Zeug hier weg. Ob ich natürlich so viel von dem Zeug brauche, weiß ich auch nicht, aber lieber jetzt mitnehmen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Hau ihn hier! Nein, nicht den Pfeil, den da. Gut, danke. Die sind schon heftig, ey, muss ich sagen. Aber ich gebe nicht auf, ne? Ansonsten würde ich ja nicht die ganzen Tränke hier verballern. So, du kommst da runter. Ich tue die Steine jetzt mal noch darunter. Die Zauber kommen dahin. Dann habe ich das alles nämlich ein wenig sortiert. So. Wir kriegen auf jeden Fall schön viel Kupfer und Eisenschrott. Das, was ich natürlich auf der Suche bin, ist Gold, ne? Das wisst ihr ja. Nein, weg. Manchmal bin ich zu langsam. So, das Gulasch geht mir langsam zur Neige. Das heißt, ich habe nur noch Tränke. Oh, verdammt, komm, hau den. Na also. Holla, die Waldfee. Nimm den Bogen, weil da ist nochmal so ein Feuerhoshi. Oh, da sind gleich mehrere. Was, du schläfst? Der war tatsächlich noch fit. Nur noch mit dem Fitzelchen, aber egal. So, danke. 34 Pfeile habe ich noch. Das heißt, ich muss jetzt demnächst auch mal Pfeile herstellen. Warte mal, ich tue mal ganz kurz diesen einen hier rein, dass ich den vielleicht auch noch wegkrieg. Na, irgendwer? Na, super. Ich habe jetzt gemeint, der geht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Gut, dann habe ich ihn raus aus dem Inventar. So, nimm den. Nimm das. Na, freue ich mich schon wieder aufs Kochen. Das sind 80. Okay. Weiter geht's. Manche brauchen nur
zwei Pfeile, manche brauchen drei. Tja. Sowas kann entscheidend sein, ne? Das wisst ihr. Der Sack. Manchmal weiche ich zu spät aus. Das kann auch verheerend sein für mich. Weil ihr seht ja, wie schnell man hier unten ist mit dem Leben. Frosty. So, dann haue ich mit das mal rein. Tut mir leid, Skorpione. Auch ich mag euch. Ich liebe Skorpione. Aber tja, ich komme halt hier nicht drum rum. So, zack, nächster. Geh auf Pfeil und Bogen, bitte. Schauen wir mal. Es könnte sein, dass das tatsächlich mal keine Sackgasse ist hier. Jawohl. So mag ich das schon lieber. Jetzt machen wir mal die Map ganz kurz auf. Wir sind schon sehr weit, ne? Also es war schon besser, dass ich das Ding hier weggebaut habe. Ich würde auch sagen, wir bauen jetzt mal hier ein Portal her. Nicht bewegen. Bauen bitte. Teleportal, jawohl. Einfach einmal hier mitten drauf auf die Leichos. So, wir können die da in zwei wegbauen. Dann schnappen wir uns einmal Ausdauer, einmal Leben. Leben, Leben. Komm. So, Atlas wird jetzt umbenannt in Hölle 3, weil jetzt haben wir ja Hölle 3. Zack. Es sind halt nur 80 Leben, die da aufgebaut werden, ne? So, kann ich wenigstens was essen? Jawohl. Schon hart. Ui. Ey, wegen einem Fitzelchen manchmal, ne? So, schauen wir mal, wer da noch alles ist, weil ich glaube nämlich, dass hier es ein bisschen ärger abgeht. Nein? So. So schnell ist das Zeug verballert, ne? Das ist schon übelst. Halt.
Kupferschrott nehmen wir natürlich mit. Nein! Da draufhauen. Die zwei Noobs, die kannst du so machen. Autsch. Es geht halt erst auf einen. Das war aber jetzt wirklich blöd von mir, dass ich da einmal auf den und einmal auf den geschossen habe. Ja, wir müssen jetzt dann demnächst zurück, weil das geht gar nicht. Wir haben ja fast nichts mehr jetzt an im Inventar. Ja, das kann dich auch das Leben kosten. Ui. So. Und wieder eine Bottle. Ich esse gleich noch was von Ausdauer. Es geht halt so elendsweit, ne? Hey! Hör dir auf! Ja, verdammt. Nein! Oh Gott. Oh meine Güte. Ich sehe schon, ich riskiere es dann, dass ich dann doch irgendwie drauf gehe. So, ich schnapp mir mal meine Spitzhacke. Ich würde halt gerne auch mal zu einem Ende kommen hier. Das ist, der Weg ist elendsweit. Also da, mir kam der Sumpf ja schon weit vor, aber das hier definitiv noch weiter. So, okay. Pfeilbogen. Ist der jetzt wirklich nur... Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, schön. Nein! Ich muss Pfeile machen, klar. Nein! Sack. Also ich muss jetzt dann auf jeden Fall zurück. Da komme ich nicht drum rum. Danke. Ich würde noch gerne diesen einen Kristall hier abbauen wollen. Wir müssen Pfeile machen. Ganz klar. Wow. Viele von diesen Kristallen, ne? So, bitte hier.
Vor allem, ich habe halt nur noch 2 Flaschen Leben, ne? So, Gesundheit plus 80. Rein damit. Wir schauen mal noch ein Stück weiter. Nur ein kleines Stück. Hui. Also da, das kann ich vergessen. Da muss ich jetzt auf jeden Fall weg, weil ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich habe auch sonst nichts mehr. Und von daher, mach mal den Turbo bitte. Ich würde gerne durch das Tor wollen, bevor mein Leben zu Ende geht. Oh Mann, also das habe ich wirklich jetzt sehr knapp gemacht. So, Hölle 3, hallo. Wir gehen nach Boberhausen. Ja, wunderbar. So, jetzt geht natürlich die Tränkemischerei los. So. Und es regnet. Natürlich. Naja, jetzt nach der Hölle ist das eine schöne Abkühlung, ne? Alter, das ist ja richtig heftig, oder? Kann ich den verwerten? Nein, das ist schon verwertet, ne? Und das auch. Okay. Kann ich die Steine zerlegen? Nee, kann ich nicht. Ah, wird ja sein können, ne? So, ihr kommt gleich mal hier rein. Die Steine kommen jetzt hier rein. So viel zumindest wie gehen. Zack, es gehen alle rein, das ist gut. Die behalte ich noch drin, wegen Portalen. So. Die hätte ich halt gerne da unten, deswegen ziehe ich die jetzt so rein. Wir haben tatsächlich 19 Obsidian. So. Zack. Da habe ich 8. Das heißt, die kann ich auffüllen. Dann haben wir hier unseren Zauberschrank. Den Schrott haben wir hier. Eisenschrott, Kupferschrott. Dann wartet mal. Wir tun mal das hier rein. Kaputtes Schild können wir auf jeden Fall in den Wiederverwerter packen. So, dann sind die 4 nämlich auch wieder da und können hier zerlegen. Und wir hauen mal ganz kurz. Holen wir uns mal Kohle. Kohle, 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 Kohle. Und Glut natürlich. Ich denke aber, dass das reicht mit den 100. Kohle braucht man immer definitiv mehr. So, Hochofen. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier Glas. Und was haben wir da? Damaststahl, jawohl. So, wunderbar. So. Wir machen Ausschrott. Genau, Kupferbarren, so viel wie gehen. Hm, okay. Und hier machen wir Eisenbarren, so viel wie gehen. Ja, das ist doch gut. Das ist ja doch gut. Ach so, okay. Euch kann ich ja gleich mal reinlegen. Die Bretter lassen wir halt einfach mal durchlaufen. Barren, einmal das und einmal das. So, bei den Blechen haben wir weder Kupfer noch mit Teil, also noch Eisen. Deswegen würde ich sagen, tun wir diese 2 Stapel mal in den Amboss reinschmeißen. Machen wir nämlich mal 10 Kupferbleche und 10 Eisenbleche. Oder lassen machen, ne? Je nachdem. So, ihr kommt da mit rein. Kaputter Speer, nee. Kaputtes Schild auch nicht. Dann sind wir da eigentlich schon wieder ein bisschen sauberer. Kaputtes Schwert hätten wir da noch. Ah. Verdammt. Hier zerlegen. Was kriegen wir daraus? Okay.
Genau, der Wanderer ist da. Ja, und ihr könnt da weitermachen, das passt schon. Und dann tun wir noch das kaputte Schwert hier rein. Eisenschrott, wunderbar. Mach das mal. So. Wir machen gleich nochmal Kohle. Muss einfach immer wieder mal schauen, dass ich da auch nachleg. Ah, schön, mal wieder Musik. Gut. Ich nehme immer viel zu viel Holz mit, ne? Keine Ahnung, woran ich da denke, wenn ich das mache. So. Also, wir brauchen Lebenszeug. Kochenmäßig ist halt einfach so die Sache. Ich kann mich mit Gulasch halt ein bisschen nach oben, ne? Ist klar, aber braucht 15 Sekunden. Ist, denke ich, aber mal auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe hier auch nichts mehr drin, ne? Ich habe aber auch hier nichts mehr. Das heißt, ich müsste normalerweise nach Fleischfarmen gehen, außer es gibt irgendwie ein anderes Rezept noch, was mir recht viel Leben gibt. Aber nein, ne? Baklava ist halt nichts. Chips erst recht nicht. Was macht denn der Tee? Das heißt also, ich muss schauen, dass ich eher meine Heiltränke herstelle. So, und für die Heiltränke brauche ich auf jeden Fall diesen Rubinsaft-Dingsbums. Dieses Zeug da, die Rubinlösung. Ach, ich habe ja auch noch Heiltränke, ne? 80, 80, 110. Na dann, lassen wir das so. Und den Heiltrank natürlich dann auch. Dann haben wir doch gleich wieder was aufgefüllt. Aber trotzdem muss ich einen Heiltrank machen. Und dann würde ich natürlich schauen, dass wir das nächste Mal gleich den starken Heiltrank machen. Dafür brauchen wir Übeltraubensaft und kalte Kristalle. So, Übeltrauben. Moment. Übeltraubensaft sollte ich hier drin haben, oder? Nein. Für den Übeltraubensaft brauche ich auf jeden Fall den Endsafter. Und dafür brauche ich auf jeden Fall Übeltrauben. Wie ihr seht, ich habe den Weihnachtsbaum auch mal weggemacht, ne? Ich habe halt gar nichts, ne? Ach stimmt, ich habe ein zweites Weinfass gemacht. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, Satans-Ananas-Saft. Übeltraubensaft. Brauchen wir natürlich Übeltraube. Übeltraube sollte ich hier noch ein bisschen was drin haben. Aber natürlich nicht allzu viel. Safter, Übeltraubensaft. Machen wir mal hier, naja, so viel wie geht halt. Und Traubensaft lassen wir natürlich dann auch einmal durchlaufen. Teufelstränen brauche ich aktuell nicht. Essig, nein. Okay. Übeltraube kann ich, glaube ich, die Samen ja am Ding machen. Nicht am Alchemietisch, sondern hinten beim Gärtnerstisch. Hier haben wir normalen Traubensaft, den ich zu Essig verarbeiten möchte, bitte. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich bekomme da mehr rein, aber passt schon. So, dann können wir den hier reintun und sind wir da auch schon wieder ein bisschen besser aufgestellt. So,
Ja, am Entsafter. Das haben wir festgestellt, ne? Müssen wir am Saatbeet machen. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Übeltrauben... Okay. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Warte mal, die nehmen wir noch mit rein. Ach, wunderbar. Das ist gut, wenn ich dann immer gleich die Masse mache, ne? So, Übeltraubensaft. Wir machen hier 50. Und... Gut. Ach so, da mache ich ja normalen Traubensaft. Okay, dann lasst ihn durchlaufen. Wir schmeißen mal ganz kurz die Übeltrauben hier noch mit rein. Der Traubensaft kommt hier rein. Und den Übeltraubensaft, den behalte ich mir mal ganz kurz. So. Gut, das heißt, ich werde ein bisschen was vorbereiten. Ich werde es halt hier mal durchlaufen lassen, ne? Und dann werden wir uns quasi hier auch beim nächsten Mal wieder sehen und noch ein bisschen miteinander weitermachen. Also, da nehme ich euch definitiv mit, weil sonst muss ich einfach stundenlang vorspielen und das ist nichts Gescheites. So. Alchemietisch, was haben wir da? Ah, da habe ich schon mal Ding hierher gestellt. Was von der Bernsteinlösung. So, die kann ich jetzt auch noch schnell verräumen. Alchemiezutaten. So, dann haben wir nämlich hier auch schon wieder Perfekto. Ja, es läuft. Es läuft, es läuft. Das wird mir auch irgendwann ausgehen. Hier habe ich ja auch noch Satans Ananassaft. Also sollte normalerweise jetzt kein Problem sein. Da habe ich auch noch Traubensaft. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier brauche, aber ich lasse ihn mal. Und wir haben den Übeltraubensaft, den ich jetzt mir mal drin behalte. Ja, genau. Halt. Wäre gut, wenn ich jetzt die 100 Stück habe, dass ich dann eben auch 100 Übeltraubensaft habe und dann dementsprechend auch 100 kalte Kristalle. Gut, ich werde das jetzt alles vorbereiten und dann werden wir uns dann quasi übermorgen wiedersehen. Bis dahin schon mal vielen herzlichen Dank für ein Like, für Kommentare und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.